bisschen Kopf. Ja. Ach so, ich habe gleich eine Karte. Eine Karte wollte ich haben. Okay, eine. Also sind da verschiedene. Das ist alle gleich, oder? Okay. So. Jo. Eine. Keyboards höre ich gar nicht. Die.
Die hätten wir doch gerne erst nach vorne. Ein bisschen Keyboard hier. Gitarre nur bitte nicht mittig, sondern nur ganz rechts von uns aus gesehen. Die Gitarre von unserem Solo-Gitarristen Guido. Playbacks, das übersteuert ging. Das war jetzt auch schon wieder so. Vielleicht liegt das ja doch an der Technik hinten im Zelt. Vielleicht, wer weiß. Also nicht zu streng mit dem Playback sein. Ja, wow. Also du weißt auch, dass du auf Deutsch singen kannst. Und mir persönlich hat die Performance jetzt nochmal ein Stückchen besser gefallen. Du hast dich bewegt, du bist. Ja, du rockst. Ja, wir hatten schon über den Carsten drüber gesprochen, dass ich mir total gerne ein deutsches Lied von dir gewünscht hätte. Ich fand das so süß gesungen. Das ist genau wo das Beste. Danke. Jasmin, vielen, vielen Dank. White lips, pale face, breathing in the snowflakes. Burned lungs, lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in a daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastry. And they scream, the worst is in life. I'm afraid to ask, cause we're just under the upper hand. I go mad for a couple rounds, but she don't wanna go outside tonight. And in the park she flies to the motherland. It's her love to another man. It's so cold outside, but angels to fly. Dania, das war jetzt viel, viel, viel besser. Und besonders klasse fand ich, dass sie nach vorne gekommen ist. Da ist so ein bisschen Licht, das war so richtig, das hat dem Ganzen noch so ein bisschen so den Kick gegeben. Ich fand's klasse, Dankeschön. Ja, hat mir sehr gut gefallen, die Songauswahl. Deine Stimme passt mir ganz toll zu. Ein Tipp für die Zukunft, niemals mit Handy auf die Bühne gehen. Das gibt ganz schlimme Sachen. Du hast dein Handy in deiner Hosentasche. Ja, das wollte ich auch sagen, dein Handy hebt sich seine Hosentasche hervor. Naja, aber passiert. Ja, du hast irgendwie so das befolgt, was ich mir eigentlich so von den Kandidaten gewünscht habe. Das hatte ich auch vor den Castings gesagt, dass man vielleicht darauf achtet, irgendwie was Aktuelles zu singen. Das hast du gemacht und wie Robert schon sagte, auch sehr gefühlvoll und mir hat das mindestens genauso gut gefallen wie der erste Song. Ja, Dania, das ist jetzt nochmal dein Applaus. Ganz toll. Feels like I am.
ihrer zweiten Nummer hat sie auf jeden Fall überzeugt. So, bevor wir jetzt nochmal ein Stück hören von unserer Dame, die gerade My Heart Will Go On gesungen haben, hören wir jetzt noch unsere Jury. Das war jetzt dann, das war jetzt ein Cover, ne? Okay. Ja, fand ich auch klasse. Ich bleib dabei. Mir gefällt das super, was du machst. Ich find das gut. Super. Danke. Du hast den Song auf jeden Fall, also wie bei den Passies, auch sehr powervoll gesungen und für mich bist du auch eine von den besten Stimmen hier, also meine persönliche Top 3 und mach weiter so. Ja, es ist so langweilig, ne? Die Jury kritisiert dich nicht, ich habe auch nichts zu kritisieren, super, mach weiter. So, jetzt möchte ich nochmal Vanessa bitte auf die Bühne bitten. Überrascht uns jetzt mit einer weiteren Nummer, die mindestens genauso anspruchsvoll ist. Und zwar mit einem Song, den auch eigentlich jeder von Ihnen kennen wird. Er heißt Halleluja. Ich habe diesen Song noch nie aus einer Stimme gehört, auch von einer weiblichen Stimme. Deshalb bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Halleluja, Vanessa. The David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Will goes like this, a fourth, a fifth, a minor form, a major leaf, the velvet king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I went everywhere for you, I even did my hair for you. You know I'll fight for you. I left them the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Save the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Laugh, you know I'll fight for you. Cupid's arrows just for you. I painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Like a satellite, I'm in an orbit all the way around you. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Where you go, but that was just for you. I painted my toenails for you. I did just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Like a satellite,
unser Siegersong vor 2 Jahren. Mal gucken, ob es dieses Jahr, nächste Woche Samstag, für Deutschland aufreicht. Ich meine, die Konkurrenz ist ja beim Eurovision Song Contest sehr groß diesmal. Mal gucken, ob eine Schnulze da weiterkommt oder ob die ganzen flotten Songs, die die anderen Länder haben, weiterkommen. Dein Song auf jeden Fall war absolut Hammer und ich finde auch noch mindestens hoch 10 von Lena Meyer-Landrut. Sehr Danke. Cool, sehr cool gemacht. So, Ladies and Gentlemen, liebe Kinder, liebe Freunde der Musik, jetzt kommen wir zu unserem letzten Song. Jetzt kommt unser Hahn im Korb noch einmal auf die Bühne. Unser Toni mit seiner Gitarre. Und einen kräftigen Applaus bitte noch einmal für Toni. Jo, passt schon. Kann ich anfangen? Ich stelle euch jetzt einen eigenen Song vor, auf Deutsch, dann werdet ihr das auch verstehen. Der heißt Halt mich nicht auf. Wenn du bei mir bist, schaltet sich mein Gehirn aus. Ich folge jedem Schritt, mach jeden Fehler mit. Auch wenn ich Gefühlskalt spiele, jeden Tag in Lügen lebe, merkst du nicht, ohne dich geht es nicht. Halt mich nicht auf, lass mein Leben einfach seinen Lauf. Wann hört das auf? Ich weiß, ich verliere und du kannst nichts dafür. Wieso will man nur, was man nicht haben kann? Obwohl man weiß, dass man ganz zugrunde geht. Obwohl ich weiß, du bist betrunken, bin ich in deinen Worten versunken, die du mir ins Ohr geschrien hast. Und ich weiß, am nächsten Morgen hast du schon längst andere Sorgen. Dieses Spiel wird mir zu viel. Halt mich nicht auf, lass mein Leben einfach seinen Lauf. Wann hört das auf? Ich weiß, ich verliere und du kannst nichts dafür. Wieso will man nur, was man nicht haben kann? Obwohl man weiß, dass man dran zugrunde geht. Musikerinnen und Musiker. So. Jetzt möchten wir aber noch, weil ich das gerade ein bisschen verbaselt habe, da war ich schon wieder mit den Worten schneller, als ich gedacht habe. Uns fehlen nämlich noch 2 Jury-Kommentare. Und zwar einmal zu Satellite. Svenja, wie hat dir unsere Anna-Lena Meyer-Landrut gefallen? Ich habe mal so einen Film auf Arte gesehen, da haben sie die Anna-Lena Meyer-Landrut, nee, Lena Meyer-Landrut heißt sie, gefilmt. War fürchterlich unsympathisch und du bist die viel bessere Lena Meyer-Landrut. Daumen hoch. Ja, du schaffst es einfach immer wieder, das Publikum mitzureißen. Hat man gerade auch wieder gesehen, alle waren da mitklatschen. Und ja, daran sieht man auch, wie viel so eine Performance ausmacht. Und also ich glaube, du hast Lena noch ein bisschen getoppt. Und die zweite Nummer von Toni, was sagt da unsere Jury? Ja, sein eigener Song, also hat mir schon mal sehr gut gefallen, hat sich gut angehört und der Text war auch ziemlich klanglogisch. Klanglogisch, ja. Und ja, also ich war sein Gesang vorher etwas anders gewohnt und ich bin jetzt heute wirklich positiv überrascht, inwiefern sich das verändert hat, auf welche positive Weise. Und ich finde es auf jeden Fall mutig, dass er als einziger Kerl hier dabei ist und zeigt, was er kann.
Ja, ich leite ja die Jazz-Session in Gebelsberg und habe auch früher viele Konzerte gemacht. Und ich finde es immer total beruhigend, wenn ich sehe, dass Nachwuchs noch da ist und selber Musik macht und selber Texte schreibt. Bleib dabei, mach weiter so. Super. Ja, vielen, vielen Dank an unsere Jury. Wenn wir uns jetzt alle wundern, warum die Jury auf einmal von 3 Leuten auf 2 geschrumpft ist, dann liegt das daran, weil einer eben auch oder wie alle anderen Musiker sind. Und wir alle haben alle auf dem Boulevard hier auch unsere Stände. Und bevor das gleich anfängt zu regnen, musste der Sven eben kurz weg, um die ganzen Instrumente mal schnell in Sicherheit zu bringen. Jetzt würde ich sagen, unsere ganzen tollen Musikerinnen und Musiker, die das Finale hier heute nach den zahlreichen Castings gewonnen haben, erhalten natürlich auch noch einen kleinen Preis, den ich mal ganz kurz hole. Und während ich den Preis hole, würde ich sagen, können wir noch mal so eine Viertelstunde noch mal applaudieren. Minuten haben wir noch, ich höre nichts. So, ProCity hat für unsere Veranstaltung natürlich auch ein paar spannende Preise springen lassen, die ich jetzt unseren Sängerinnen und Sängern einmal überreichen möchte. Vielen, vielen Dank nochmal für euren Mut, euren Auftritt hier auf dieser großen Bühne und auch, dass ihr zum Casting gekommen seid. Mit einigen von euch haben wir 3-4 Mal auch geprobt und herumexperimentiert. Dass das jetzt heute alles so toll geklappt hat, finde ich prima. Und jetzt sehe ich aber gerade Adele fehlt. Wo ist denn unsere Caroline? Die ist bei den Bällen. Also Adele ist bei den Bällen, habe ich gerade gehört. Das sieht von hier aus auch ganz spannend aus. Dann gebe ich ihr den Preis dann noch gleich mal. So, und das wird natürlich jetzt auch nicht der letzte Auftritt unserer Musikerinnen und Musiker gewesen sein. Wir haben lange überlegt auch, wie machen wir das jetzt mit dem ersten Platz, mit dem zweiten Platz und mit dem dritten Platz. Weil letztendlich geht es ja eigentlich darum, dass diese tollen Stimmen nicht nur hier heute auf der Bühne auftreten sollen, sondern auch in Zukunft bei solchen Veranstaltungen wie Boulevard Gevelsberg. Und deshalb freue ich mich jetzt einfach auch in Absprache mit der Jury, zu sagen, dass wir eigentlich alle nehmen und wir uns darauf freuen, dass wir alle Teilnehmer, die hier heute aufgetreten sind, in nächster Zeit in Gevelsberg bei diversen Festen und Veranstaltungen wie Boulevard oder auch Sommerfesten, die am neu gestalteten Ennepebogen regelmäßig stattfinden. Für diejenigen, die nicht aus Gevelsberg kommen, auch der Ennepebogen ist einen Besuch wert und wir freuen uns da, eure coolen Stimmen zu hören. Und vielleicht nächstes Jahr beim Song Contest G-Faktor 2013 auch wieder hier auf der Bühne zu hören. Einen kräftigen Applaus nochmal für unsere Musikerinnen und Musiker. Vielen, vielen Dank auch an die Jury. Strung about your new crew, you saw her bathing on the road, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair and flung your lips, she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do ya? And remember when I moved and you the holy love was moving too, and every breath we drew was hallelujah.
Shadow, du warst eine Hürde für mich. Manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Ja, ich war ständig da und es hat sich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben. Und überhaupt, das mit dir, das war so groß. Das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Erfurt und dein Cello steht im Keller. Du packst das Ding doch nochmal aus und spielst so schön wie früher. Ich komm. Und das ist ein charmanter Zufall. Sie singt nicht nur, sie sieht nicht nur gut aus, nein, sie assistiert nicht nur, sie spielt auch Gitarre! Hey, Beate! Ihr seid ja verrückt, mein Gott. Das kann man doch mal sagen, oder? Ah ja, warte mal, ich setze mich noch mal ein bisschen. Weil das so schön ist, ne? Mit 65, aber man könnte auch sagen mit 64, ne? So, wir haben noch eine schöne, wirklich eine schöne Kamelle. Von den Beatles, das hört man auf jeder Party, auch so mit Lagerfeuer, Wandler, Gitarre, alles was sein muss, ne? Man wird geknuscht, was das Zeug hört, so muss das sein. Sicher, sicher, ne, Guido? Nee, ist klar, alles klar. Hab ich eigentlich schon den jungen Mann hier an diesem Instrument, sehe ich gerade vorgestellt? Vahid Vahidi, the man of the bass! Alright, und der alright hier, der Mann hier von der Lindenberger Crew, der also auch den Indianertanz drauf hat, da stehe ich sogar nochmal vor auf und verneig mich. Micha und Percussion! Also falls ich jetzt jemanden vergessen habe, garantiert, also wie immer, dann kommt das gleich, ne? Ulf. Ulf hat gleich seinen großen Auftritt noch. Unser Ulf hier, der Schatzi. So, wenn ich mal 64 bin, wollen wir es hoffen. Hoffentlich nicht im Alter sein. Wenn ich mal alt bin, die Haare sind futsch, im Jahr 2010, wirst du dann immer noch bei mir sein. Wenn ich in die Welt mit einem riesigen Bauch und einem schönen Doppelkinn, wirst du mich lieben, immer noch lieben, wenn ich 64 bin, vorbei. Auch wenn ich am Tag nur noch zwei Schnitzel verteile.
Sylt, wenn die Rente reicht. Die Enkelkinder kommen uns besuchen. Ich spiele mit denen im Sand, an der Burg aus Sand. Und du, dort steht Haschisch Kuchen. Ja.
natürlich den Indianerschmuck. Ja, mal gucken, was er für mich. Guter Bläser. Guter Bläser. Das ist ja auch gut. Hätte ich bloß den Helm genommen. Okay, Jörg, bist du bereit? Ja. So, Jörg, das ist Showbusiness hier. Wenn ich dich frage, dass du bereit bist, dann ganz spontan so. Ja! So lange? So lange. Okay. Okay, Jörg, bist du bereit? Ja! War nicht gut, glaube ich nicht. Warte, ich zeig dir, wie das geht. Ignacio, bist du bereit? Ja! Mike, ist in Ordnung, chill out, okay? Okay, ich stelle jetzt hier hoch die Position, ihr steckt die Fackeln an. Erstmal machen wir noch ein bisschen mehr. Nicht weinen, sonst kommst du in den Koffer. Machen wir ein bisschen mehr drauf, so haben wir eine größere Flamme. Nicht weinen, sonst kommst du in den Koffer. Weinende Kinder, das ist der Grausam. Ah, hier haben wir total vergessen für dich. Okay? Mehr? Sollen wir mehr drauf machen? Mehr drauf machen? Boah, Jörg, die Kinder mögen dich hier, wa? Ja. Der Wahnsinn. Hast du auch gehört zu weinen? Okay, nicht weinen, warte, ich mach dir einen Luftballon. Nicht weinen, ich mach dir einen Luftballon.
Ich weine, ich mach dir einen Luftballon. Ich mach dir einen Luftballon, ganz süßen Luftballon. Pass auf, gehört zu weinen, super, mach ich dir keinen. Nein oder ja oder nein? Ja! Ja oder nein? Mach ich den Luftballon oder nicht? Ja! Ich höre euch nicht, ja oder nein? Ja! Okay. Ja, guck mal, sind wieder. Der war noch nicht fertig. Kein Joint drauf. Was denn? Das ist meine Show. Okay, super. Okay, ich kletter jetzt hier hoch. Endlich ist es soweit, Kebelsberg. Habe schon tierisch lange darauf gewartet, hier zu spielen. Und das ist meine Profession. Danke. Das ist mein Hut. Jetzt klatscht keiner mehr hier. Ja? Nee. Aber wisst ihr, wie das funktioniert? Okay, ich erkläre das ganz kurz. Am Ende der Show stehe ich hier mit meinem Hut. Wenn es euch gefallen hat, kommt nach vorne. Legt 2 oder 3 Euro in den Hut. Wenn es euch nicht gefallen hat, kommt nach vorne. Legt 2 oder 3 Euro in den Hut. Wo gehst du hin? Zum Geldautomaten? Okay. 1, 2, 3. Here we go. Oh yeah. Nein, wartet mit dem großen Applaus. Wartet. Nein, wartet. 1, 2, 3. Wir haben Zeit. Okay, alle drei die Fackeln immer hochhalten. Jetzt fürs Aufwärmen. Alle drei. Mit eurer ganzen Eleganz. Mit eurem ganzen Sexappeal. Dreimal im Kreislauf. Und ihr alle im Rhythmus. Halt dich gut fest, ne? Und wie rum? Jetzt so ein bisschen schneller. Warte. Jörg, hat dir der Applaus gefallen? Ja? Dann lauf nochmal. Nein, Jörg, das war ein Scherz. Jörg, du stehst da. Mike, ein bisschen zurück. Ignazio, du stehst da. Ignazio, hör mir zu. Ich zähle jetzt. 1, 2, 3. Nach 3 schmeißt du die Fackel in diese Hand. Verstehst du mich? Hast du getrunken? Okay, warte, Ignazio. Mike, du scheinst mir ein vernünftiger Kerl zu sein. Okay, Mike, ich zähle 1, 2, 3 und du schmeißt die Fackel hier in diese Hand. Aber das, warte! So schmeißen, okay, warte! Nicht so schmeißen. Ignazio, du guckst, wie das funktioniert, okay? Warte, Ignazio. Mike, hast du Angst? Ich auch. Okay. 1, 2, warte. Wenn ich die Fackel fange, einen großen Applaus für Mike. Mike, warte. Okay, 1, 2, 3. Ja, Mike, das war's jetzt. Ein Applaus für Mike! Ignazio! Hast du gesehen, wie der Mike geschmissen hat? In dieser Hand. Wenn du so schmeißt, wie der Mike, schmeißt es dich zurück. Okay? Ne, warte, Ignazio. Ignazio, du machst mir Angst mit deinem Gesichtsausdruck. Okay. Ja, 1, 2, nicht so! Ja, so! Okay? 1, 2, 3. Großartig!
Ignacio! Ignacio! Ignacio, komm mal ein Stück näher! Komm näher! Komm noch näher! Bin ich gespannt! Ignacio! Okay! Alle zusammen! Warte, Ignacio, Ignacio, du hast super mitgemacht. Der letzte Applaus ist für dich. Leg das Feuer, wartet, leg das Feuer, mach das Feuerzeug in die Tasche. Nein, das Feuerzeug! Nimm die Fackel in die linke Hand, die rechte Hand so. Bist du bereit? Ihr wollt es alle sehen. Richtig nette Menschen hier. Okay. Eins. Hast du Angst? Ich nicht. Eins, zwei, drei. Ah, die letzte machen wir alle zusammen. Beide in einer Hand. Alle zusammen. Nein, nein, nein. Mit mehr Emotion. Meine Damen und Herren, das war meine Show. Herzlichen Dank. Das ist mein Mut. Nicht drängeln. Langsam. Was ein Wahnsinnsanstrom hier in Engelsberg. Alle Holz. Kinder, mehr. Wahnsinn. Wahnsinn! Wow, 5 Euro, super! Dankeschön!